Ja, hier sind wir nochmal. Wir haben bisher immer schön über F3K geredet und gemacht und getan, Leitwerk gebaut und wir haben auch schon mal eine Fläche gebaut. Aber diese ganze Bautechnik kann man nicht nur für F3K-Modelle, sondern für jegliche Art von Modellen, Motormodell, Segelflug, größere Hangflieger. Hier als Beispiel, ich habe hier mal einen Hangflieger gebaut mit knapp 2 Meter Spannweite, als 4 Klappenflügel. Ja, die waren nicht mehr so gut, doch, auch noch. Als 4 Klappenflügel. 1,90 Meter Spannweite. Keine 600 Gramm. Von der Festigkeit her, denke ich mal, ein Schalenflügel, das kein Hartschalenflügel ist, allemal ausreichend. Auch nur eine einfache Bauweise. Genau das gleiche mit Kern und einfach Gewebe drauf. Allerdings hat dieser Flügel noch einen Holm und das wollen wir euch noch mal eben kurz zeigen, weil da kommen garantiert wieder Fragen. Ich habe hier auch noch mal einen F3K-Flügel schon mal fertig gemacht. Ja, unseren Wörli 7, der ist extrem dünn. Hier haben wir 2 Holme eingelassen und einen senkrechten Kohlesteg drinne. Dann kommt die Frage, wie kriegst du den Kram da rein? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich mache es jetzt mal ohne Maße. Ich habe einen Schleifklotz. Dort habe ich 2 Lagen Klebeband aufgebracht. Das ergibt in etwa Schleifband. Das gibt in etwa 0,8 mm. Eine definierte Kante. Und ich kann meinen Kohlestab einkleben. So, dann sagt einer, naja, okay, mach ja sein. Aber was machen wir mit der senkrechten Verkastung? Auch kein Problem. Hier drinnen genau aufschneiden. In der Nut. Dann habe ich hier bisschen Klebeband, Kohle mit dem Transferklebeband vorbereitet. Hier einkleben, ruhig überstehen lassen. Dann mit der Schere die Kante zurückschneiden, die eine Seite mit ordentlich Harz bepinseln, beide Teile mit Klebeband zusammen, den Holm gleich mit einlegen. Alles dann in die Unter- und Oberschnitte packen, mit Tesaband abkleben und schon habe ich dann eine senkrechte Verkastung. Und jetzt erst, und das muss man dazu sagen, haben wir erst eine richtige D-Box. Und diese D-Box, die verhindert wirklich Torsion. Der Rest bei den anderen Flügeln macht das wirklich das 45-Grad-Gewebe. Wenn ihr mal Lust und Spaß habt, auf einen Segelflugplatz zu gehen, auf einen, wo Großflugzeuge stehen und euch mal alte Holzflugzeuge anguckt, die wirklich in dem vorderen 40, 50 Zentimeter nur eine D-Box haben, hinten Rippen an den Hauptholm geklebt und nur eine Bespannung. Auch die Flugzeuge sind leistungsfähig und da flattern auch keine Flächen und das passt alles. So kann es gehen. Das war's. Norbert, ich danke. So, guck mal. Tipps und Tricks aus der Modellbaukiste.